irgendwie sind die manchmal hier ganz vorne so, da ganz nah. Oder die stehen halt, einer steht da, einer steht in der Mitte und dann steht einer da ganz rechts. Das ist manchmal erschreckend, wenn man dann was länger nicht da ganz hinten war. Dann geht man da hin und dann denkt man schon wieder, oh, die sind ja schon viel näher. Ja, das ist echt schlimm. Die sind schon richtig nah. Wir meiden das Thema, so gut es geht. Aber wenn RWE jetzt wieder kommt, ich rede auch nicht hier drüber, weil mir das viel zu schwer ist. Hier gegenüber, die sind auch schon seit August weg. Und da sage ich, na, Josef, wie gefällt es dir denn im neuen Erdgelenz? Das ist Erdgelenz. Aber hier ist mein Zuhause. Das ist so und das wird auch bleiben. Seid ihr zufrieden mit dem, was RWE bzw. Rhein-Braun euch gezahlt hat? Nee, wir wollen ja nicht mehr zurück. Auf keinen Fall. Wir fühlen uns ja wohl hier. Ja, wir haben auch gesagt, nee, also ich weiß nicht, was das immer noch soll, dass die so Theater machen. Hey, was willst du denn? Willst du hier ein halbes Dorf haben und da ein halbes? Also ich habe Angst davor, dass das zu schnell geht. Ich habe Angst, dass es irgendwie quasi schon direkt morgen vor der Haustür steht, dass man das Haus jetzt verlassen muss. Man sagt, die Kirche ist das Bollwerk und man sieht dahinter letztendlich auch noch, dass die Kirche Macht und Einfluss hat, so etwas zu stoppen. Zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung fiel, Holzweiler bleibt stehen. Glaube ich, hättet hier in Holzweiler schwarz regnen können. Das hat nämlich gar keiner geglaubt. Wir haben eine A-Jut gesungen, wer der Wort gebaggert und wissen, was wir. Das war immer selbstverständlich und das ist das Problem. Ich war am TÜV, ich kam vom TÜV zurück und hörte dann am Radio, wir bleiben. Also ich hatte zuerst 3 Wochen Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Hab mich gefreut, dass ich stehen bleibe, aber ich dachte, wie tun wir was denn jetzt? Alles andere weg, Kunden weg und wir bleiben jetzt hier. Oh ja, scheiße. Ihr seht ja, wo wir verarscht. Wenn wir alle geblieben wären, okay, aber nicht so. Ist eine komische Sache, Rhein-Braun.